Was passt zum Beispiel zu Eis, Waffeln oder Apfelstrudel? Eine leckere weiße Schokoladensoße, nach der sich jeder die Finger lecken wird, weil die so lecker ist. Und an Zutaten benötige ich überhaupt gar nicht viel. 150 Gramm Mascarpone, 3 Esslöffel Zucker, 55 Gramm Butter, 175 Gramm weiße Schokolade und wer mag, 2 Esslöffel Weinbrand, aber nur, wenn die Kinder nicht mitessen. Und ihr gebt dafür einfach eine Schüssel oder einen Topf in ein Wasserbad. Die Mascarpone gebt ihr dazu, die wird verrührt. Der Zucker, das wird jetzt so lange verrührt, bis der Zucker und die Butter schön mit der Mascarpone verrührt ist bzw. geschmolzen ist. Und die Butter habe ich im Übrigen selber gemacht, weil das so einfach ist. Ich rühre mal und dann könnt ihr euch das hier unten anschauen. Ihr gebt einfach Sahne, ganz normal, als würdet ihr Sahne schlagen, in einen Topf und schlagt mit dem Handrührgerät so lange, bis die Sahne sich überschlägt und dann trennen sich Butter und die Buttermilch. Und dann habt ihr eure Butter schon. Das geht ganz einfach. Dann nehmt ihr die Butter aus der Buttermilch raus oder gießt sie in einen Sieb und spült die so drei, viermal mit eiskaltem Wasser oder mit kaltem Wasser aus dem Wasserhahn einfach ab, presst nachher das Wasser raus und eure Butter ist schon fertig. Das war's. So, und hier schmilzt auch gerade schon mein Zucker und die Butter und das verrühre ich jetzt erstmal. So, die Butter und der Zucker haben sich aufgelöst. Ich habe hier eine schöne, jetzt heiße Masse mit der Mascarpone und hierzu gebe ich jetzt nach und nach die weiße Schokolade. Immer so 4 Stücke und die verrührt er erstmal unter, also immer so portionsweise, bis die aufgelöst ist. Genau, und dann immer wieder ein Stückchen dazugeben, bis alle weg sind. Meine Schokoladenstückchen sind alle geschmolzen und die Schokoladensoße, die duftet richtig schön nach weißer Schokolade. Und zum krönenden Schluss gebe ich jetzt 2 Esslöffel Weinbrand dazu. Das muss man nicht machen, ist aber sehr köstlich. Und verrühre das nur glatt und dann ist die weiße Schokoladensoße auch schon fertig. Und dann fülle ich mir die ab. Die könnt ihr jetzt direkt so warm essen, wenn ihr jetzt euch ein paar Waffeln macht. Total lecker. Ich mache das jetzt hier durch den Trichter, damit ich nicht rummatsche und fülle mir die jetzt hier ab. Wenn ihr das nächste Mal Waffeln macht, euch ein Eis oder Apfelstrudel, dann denkt an diese weiße Schokoladensoße und macht die einfach mal nach, weil die so lecker ist. So, das darf jetzt hier in Ruhe durchlaufen. Viel Spaß beim Nachmachen, eure Bea.